Guten Morgen hier aus Jerez de la Frontera. Viele kennen es, erkennen die Strecke hier schön im Sonnenaufgang. Es ist ein bisschen frisch, wie man sieht an meiner Jacke, es ist arschkalt. Heute machen wir einen Vergleich zwischen 600er und 1000 Kubikmaschine und zwar speziell, ihr kennt ihn alle, den Hobelsberger Patrick, IDM-Meister 2021, Supersport 600. Gegen mich, der so als zügiger Hobbyfahrer da die ein oder anderen Probleme kriegen könnte, mit dem mitzuhalten. Wir sind hier in Jerez, das ist perfekte Strecke, weil hier ist Leistung fast irrelevant, bis auf ein paar Stellen. Wir gehen zusammen raus und besprechen das aber erst einmal im Vorhinein. Deswegen suchen wir den Patrick jetzt einmal, den Pax, und schauen mal, wo er ist. Und dann gehen wir mal drauf ein und er gibt mir ein paar Tipps, wie ich schneller werde. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Bis gleich. Genau da drin sollte er jetzt drin versteckt sein. Sein Bike steht auch schon da unter seinem Hänger. Das wird schon vorgewärmt mit einem Heißluftföhn, wie man sieht. Damit der Kaltstart so ein bisschen geringer ist. So, schauen wir mal, wo er ist. Hallo? Hallo! Salve! Servus! Servus! Na, ausgeschlafen? Ja, sicher, Moped steht eh schon. Ja, schon vorwärmen, ne? Ja, Motor muss vorgewärmt werden, ja. Das ist was Gutes. Erzähl mal, wie tun wir das heute? Wie wir das heute tun? Was sagst du denn? Ja, ein bisschen schnell Moped fahren, vielleicht ein bisschen spektakulär abbremsen und das war's eigentlich eh schon. Ja, wie schnell fahren wir? Ich weiß nicht, keine Ahnung, kommt drauf an, wie die Strecke ist. Gestern ist es nicht so schnell gegangen, aber. Warum? Weiß nicht, so 43 oder so. Ja, ein bisschen nasse Flecken. 6 von 13 Kurven habe ich ausgezählt, soweit ich zählen kann. Scheiße. Ja. Okay. Ja, du, wie ist denn der Plan? Also, wer fährt das erst voran? Du zeigst mir ein bisschen, was du tust, oder? Damit ich das ein bisschen nachmachen kann. Ja, so können wir das gerne machen. Ja, ich bin da recht flexibel. Wir müssen natürlich bedenken, dass der Pax mit der 600er gestern schon 3 Sekunden schneller war als ich mit der 1000er. Und deswegen musst du quasi nicht auf den Geraden, aber so Kurveneingang und Scheitelspeed musst du halt ein bisschen rausnehmen, weil sonst habe ich halt echt keine Chance, hinterher zu kommen. Also ich meine. Kein Problem, langsamer fahren ist immer leichter wie schneller fahren. Also 49 war jetzt also mein. Ich bin einmal so zwischen den Instruktionen mal rausgefahren, also es geht schon ein bisschen schneller. Sicher. Aber ich denke, bei 47 ist bei mir zugedreht, das ist dann ein absolutes Limit. Und ich brauche neue Reifen, weil sonst geht sich das nicht aus. Das tun wir. Okay, dann würde ich sagen, du fährst voran. Zeigst mir ein bisschen was, vielleicht machst du was anderes als ich, das versuche ich dann nachzumachen. Du dann auf der Geraden das Gas zu machen, dass ich nicht gleich vorbeifahre auf der Geraden. Vorteilhaft. Werde dann wahrscheinlich am Kurvenausgang so ein bisschen wieder aufholen müssen mit der Leistung. Genau, und dann sehen wir uns draußen an der Strecke und danach besprechen wir das Ganze und dann sagt mir der Pax, was ich alles verkehrt mache. Also, bis später. So, der Pax erklärt uns jetzt noch ein bisschen was zu seinem Motorrad, welches Motorrad das ist und was da alles verbaut ist, dass ihr ein bisschen so eine Vorstellung habt. Also das ist mein Yamaha R6, mein Trainingsmoped. Typische Testverkleidung in schwarz, dass man ein bisschen weniger putzen muss und ein bisschen die Sponsoren in einer schönen weißen Farbe rauskommen. Technischer Seite, der Motor ist ungefähr wie Motor aus der nationalen Meisterschaft, also es ist ähnlich wie ein IDM-Motor. Ist jetzt kein WM-Motor und hat nicht übertrieben viel Leistung, dass er halt viele Kilometer schafft und gut hält. Das macht er selbst vom Yard eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also ich kann 3000 Kilometer mit dem Motor fahren, ohne Probleme bis jetzt. Ja, wir haben. Was hat der Leistung? 128, sowas. Okay, Standard ist 120, oder? Ja, sowas um den Dreh, ja. 119, 118, sowas. Okay. Also nicht wirklich viel mehr. Ja. Aber es ist ein vernünftiger Motor zum Trainieren. Und ja, technischer Seite haben wir Mektronik. Das ist das Einheitselektronik von der WM. Die müssen wir fahren quasi. Auch jede, egal ob Yamaha oder MV, Ducati, Triumph nächstes Jahr, ist egal. Die habe ich natürlich auch drin zum Trainieren, sonst würde es wenig Sinn machen. Die andere Gasannahme, Motorbremse natürlich, da kann man extrem viel machen bei der 600er, das ist sehr wichtig. Fahrwerk natürlich das gleiche, Ölens vorne sowie hinten, identisch, also quasi nur Cartridge vorne, wir dürfen auch die große Gabel nicht fahren. Und ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Ich habe als
ich zwar im Dashboard, dass ich meine Rundenzeiten sehe, ich bin nicht so ein Fan von Laptimer, ich brauche das am besten um alles per GPS auf dem Dashboard mit Sektorzeiten und so, dass ich genau weiß, wie ich dran bin, beziehungsweise in welchem Fenster pro Runde ich mich verbessere oder verschlechtere. Ich sehe sofort am Dashboard durch die Sektionszeiten. Das ist tipptopp und ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Also es ist nicht ein Übergerät oder so, aber es ist perfekt zum Trainieren, also kann nicht meckern, es funktioniert brutal gut. Das passt, ja. Wo sagst du die Vorteile gegenüber der 1000er als mit der 600er allgemein? Wenn wir da ein bisschen so auf das Thema eingehen für später. Also viele sagen ja, das ist eine 1000er Strecke und das ist eine 600er Strecke und so. Für mich gibt es das eigentlich nicht, weil auch zum Beispiel Cartagena oder Pannoniaring oder so, wo viele sagen, das ist eine absolute 600er Strecke, bin ich nicht davon überzeugt, weil wenn ich jetzt da einen Jason O'Halloran nehme zum Beispiel oder so, oder einen Leon Haslam, die fahren mit einer 1000er ohne Traktionskontrolle einfach mal 1,5 bis 2 Sekunden schneller, auch in Cartagena. Ich glaube, dass es wenige Vorteile gibt. Natürlich kannst du ein bisschen später bremsen, durch das, dass du langsamer bist auf Startziel, dass der Bremspunkt ein bisschen später schaut ab und an mal ein bisschen spektakulärer aus, durch das, dass du halt wirklich auf der Bremse viel reinholen musst, dann wirklich teilweise mal Anschlag quer stehst oder so. Und am Scheitel bist du einfach ein kleines bisschen schneller. Das Moped ist ein bisschen leichter. Wir haben 162 Kilo. Das ist ein Reglement, also wir dürfen nicht drunter quasi. Ich würde sagen, das ist so zwischen, kommt natürlich auf die Tausender drauf an, wenn es im Reglement ist, sind es ca. 10 Kilo weniger, die du bewegen musst, die du turnen musst am Scheitel. Sparst du natürlich vielleicht einmal pro Kurve ein halbes Zehntel oder so, aber in dem Moment, wo du mit der Tausender ans Gas gehst und natürlich im Idealfall die Traktion auf den Boden kriegst mit der Tausender, das ist ja auch nicht immer der Fall, das kennst du ja selber, bist du eigentlich mit der Tausender ab dem Moment, wo du ans Gas gehst, schon schneller. Ja. Cool, ja, dann zeigen wir einer das Moped noch ein bisschen und dann sehen wir uns auf der Strecke. Ne?
Das ist echt krass, wie wenig notwendig die Leistung ist an ein paar Stellen. Speziell die schnellen rechts, oder? Da kann ich meine Leistung gar nicht ausnutzen. Weil da machst du genauso Meter und dann geht es so schnell in den Rechtsknick rein, dass ich ein paar mit dem anderen verliere das Vorderrad, weil das schon leicht so am Springen war. Wow, was sagst du? Ja, du hast auf alle Fälle recht, dann schon einige Steine. Zum Beispiel Kurve 1 Ausgang, da habe ich auch nicht viel auf die verloren, weil das Probe geht vorne her und du hast nicht mehr Vortrieb deswegen. Ja. Kurve 2, 3 beim Umlegen ist das ähnlich. 4 bergauf ist wieder was anderes, da brauchst du einfach die Leistung, dann die bergauf schiebt, aber so, es geht einigermaßen. Ja. Was hast du für Verbesserungsvorschläge an mich? Der Linie, wie erwartet, ist auf alle Fälle gut. Man merkt schon, dass die viel mit Streckenpläne und mit ein paar so Details von Strecken auseinandersetzt. Vielleicht die erste Bremsphase ein bisschen lockerer bremsen, dafür ein bisschen später und am Hebel ein bisschen nachdrücken. Ausgang passt eigentlich. Dein Kurvenspeed ist in Ordnung, vielleicht ein bisschen mehr V fahren. Es sagt mir jetzt leicht, weil die letzte Kurve ist fast ist komplett nass innen. Ja. Hinten die Doppelrechts genauso, oder wenn du drinnen auf der Linie bist, da bist du weg. Wäre natürlich interessant, wenn es komplett trocken ist. Vielleicht kann man da noch mal irgendwo was machen, auf einer anderen Strecke oder so. Oder Brünn, Pannoniering oder so. Aber es passt auf alle Fälle. Das ist so krass, wenn man die Gegend gerade rauskommt, man sieht es eh auf dem Onboard, denken wir so, jetzt fast vorbei, weil jetzt fast hinten in der Kurve dran, jetzt hast du den Overdrive, ne? Fast vorbei. Aber das ist dann auch nicht so, dass du denkst, im Endeffekt müssten das ja theoretisch irgendwo 70 PS mehr sein. Aber so krass ist der Unterschied, dann wandert fast zu langsam dran vorbei. Und dann haben wir gedacht, jetzt bremst extra spät. Und dann macht es wieder, wow, nein, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich heftig, vor allem wie schnell, dass du das Motorrad umlegen kannst. Und man muss, das ist eigentlich dein Nachteil, wie unspektakulär du auf dem Moped drauf sitzt. Da, wenn man selber die Geschwindigkeit fühlt und sieht dich sitzen, dann denkst du, der dreht sich noch um dabei. Ne? Das ist unglaublich. Was haben wir jetzt gefahren, 48? Ich glaube 48,0 oder so. Ja. Schon. Ich bist eh fast bei deinem Zeitenziel, wenn man sagt, du bist, keine Ahnung, 2,5 Tage nur ins Trockner gefahren oder 1-2 Turns mal für dich selber, das ist echt voll in Ordnung. Vor allem mit den nassen Flecken da, das ist nicht ganz so easy. Man hat eh gesehen, der spanische Meister, der Boya Gomez, kam mal vorbei mit der R1, der hat nicht wirklich viel Meter gemacht, sogar der war ja erst hier vor 3 Wochen bei der spanischen Meisterschaft, wo er spanischer Meister geworden ist, sogar der hat nicht die Meter rausgerissen, die man denkt, man kann es rausreißen. Also es ist nicht so einfach schnell zu fahren aktuell. Ah, das war der spanische Meister. Okay. Ja. Das war ganz interessant, da haben wir auf die letzte Kurve hinzukommen und dann war der Moto2-Fahrer, der spanische Meister, du und ich und wir alle vier quer, ne, da rein. Ja, es ist nicht ganz so easy, letzte Kurve ist ein bisschen tricky. Haben wir viele Stürze gehabt die letzten 2 Tage, also muss man schon aufpassen. Ja. Okay. Ja, cool. Was sind so deine Pläne jetzt, oder wo möchtest du noch an dir selber arbeiten, dass du sagst, da könntest du noch an dir selbst, also ich nehme jetzt nicht raus, dass ich dir Verbesserungsvorschläge gebe, ich habe auch keine gesehen, muss ich sagen, aber du musst ja da deine Eigenkritik, wo du sagst, ja, da muss ich selber an mir noch arbeiten, wo? Natürlich, das gibt's. Da habe ich sogar sehr viele Punkte, die mir im Winter, also was heißt Winter, jetzt ist Winter, aber für mich ist Winter direkt nach der Saison, die mir aufgefallen sind. Einerseits natürlich ein bisschen mehr mit Körper arbeiten. Wir reden von dir, ne? Ja. Ein bisschen weiter nach vorn sitzen, das ist immer so ein bisschen ein Manko. Ich kann brutal viel Grip hinten generieren. Manchmal ein bisschen Probleme mit dem Turning, einfach, dass ich es in der Kurve dreht kriege und vielleicht noch mal ein bisschen früher ans Gas kann. Ja. Das auf alle Fälle. Und wie ich zu dir auch schon gesagt habe, die zweite Bremsphase, dass ich wirklich auf der Bremse, auch wenn das Hinterrad hier oben ist, noch mal ein bisschen Nachdruck, das Hinterrad einfach länger oben lasse, quasi, dass ich noch mehr verzögern kann. Vielleicht ein bisschen später einlenken. So, das sind so die Sachen, die wir jetzt vorhaben. Wir gehen zu zweiter Cartagena, zweiter Valencia und da haben wir das auf alle Fälle auf dem Schirm. Ja. Okay. Ja, setz mal. Das ist die Oberliga, die wir nächstes Jahr in der WM sehen und die arbeiten sehr, sehr strikt und sehr diszipliniert an sich selbst. Unser einer wäre froh, wenn er nur annähernd so schnell wäre. Aber es ist natürlich auch so, egal wo man ist, es soll immer besser und schneller werden. Ne? Der eigene Anspruch ist hoch. Und du musst ja dann nächstes Jahr, ne? Also ich bin ja froh, dass ich nicht muss, aber du musst ja.
Das ist ein bisschen unser Hobbyfahrer-Vorteil, aber selbst da gibt es natürlich die einen oder anderen, die natürlich dementsprechend verbissen sind und vielleicht auch ist das auch nicht immer so gut. Ne? Ja, du hast auf alle Fälle recht, den Druck, den man sich selber macht, der ist manchmal von Vorteil, aber des Öfteren definitiv zum Nachteil. Ja, ja. Ich sehe das bei mir selber, wenn jetzt da den ganzen Tag Instruktionen dann mit dir raus, das ist ein gewisser Druck, weil es muss natürlich jetzt schnell sein, spektakulär fürs Video und so weiter. Da neige ich schon dazu auch, dass wieder ne, klassisch ja. Unterarm verkrampfen und so, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Aber naja, das ist in unseren Köpfen drin und das können wir vielleicht nur mit Mentaltraining irgendwie hinkriegen. Okay, Pax, ich sage auf jeden Fall danke dir. Gerne. Für den geilen Turn. Ihr seht es an Bord und wir wünschen mal Pax auf jeden Fall noch eine schöne Trainingszeit hier und wir haben jetzt noch ein, zwei Turns und dann geht es für mich zumindest nach Hause. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.